Ja, Seppel, das ist jetzt, da kriegst du jetzt auch direkt die Marie mal präsentiert. Du hast einen ganz besonderen Charme an dir. Ich sehe schon, wie du für mich tanzt. Das rote Licht steht dir echt wunderbar. Du funkelst wie ein Diamant. Lass mich rein, lass mich raus. Knips mich an und knips mich aus, wie du es brauchst. Kopf geht ab, Kopf geht ab. Wann bin ich dran, wann kommt der Kerl denn endlich raus? Marie, Marie, dein Name klingt wie Poesie. Eine wie dich sah ich noch nie. Mal in meiner Fantasie. Marie, Marie, bei uns da stimmt deine Chemie. Ich zahle dir mehr als nur dein Preis. Ist das denn kein echter Liebesbeweis? La, 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 Marie. Mann wie du gehört doch nicht hier. Yeah. Das ist kein ehrenwertes Haus. Gib mir ein Zeichen, nur ein Wort von dir. Ich schwör's, ich krieg dich hier schon raus. Komm, wir laufen beide fort an einem weit entfernten Ort, weit fort von hier. Ich schwör's, sie finden uns dort nicht. Lass sie schwärmen wie die Motten um das Licht. Marie, Marie, dein Name klingt wie Poesie. Eine wie dich sah ich noch nie, nicht mal in meiner Fantasie. Marie, Marie, bei uns da stimmt halt die Chemie. Ich zahl dir mehr als nur dein Preis. Ist das denn kein echter Liebesbeweis, Marie? Ist das kein Liebesbeweis? Marie? Ist das kein Liebesbeweis? Schön, dass ich heute für euch spielen darf, dass ich hier da sein darf und diese Einladung bekommen habe. Freue ich mich sehr darüber. Das nächste Lied heißt Im Kreis. Wir sind auf unserer Lichtung im Wilhelmsbader Park. Sonne scheint durchs Blätterdach, was für ein schöner Tag. Nur du und ich, mehr brauch ich nicht. Und die Zeit steht still. Du schaust mir in die Augen, der Himmel war noch nie so nah. Direkt in meine Seele, nie zuvor war jemand da. Du bist mein Licht, wenn diese Welt zusammenbricht. Und wir drehen uns im Kreis, alleine nur wir zwei. Und wir sind vor Glück wie high. Du bist mein Licht, wenn diese Welt zusammenbricht. Die Vögel singen uns ein Lied und ich halte deine Hand.
Vertraut sind wir verbunden durch ein unsichtbares Band. Brauchst nichts zu fragen, brauchst nichts zu sagen, es ist alles klar. Und wir drehen uns im Kreis, alleine nur wir zwei. Und wir sind vor Glück wie heim. Komm, wir drehen uns im Kreis, du um mich und ich um dich. Und wir drehen uns im Kreis. Und wir drehen uns im Kreis. Komm, wir drehen uns im Kreis. Wir drehen uns im Kreis. Alleine nur wir zwei. Und wir sind vor Glück wie heim. Komm, wir drehen uns im Kreis, du um mich und ich um dich. Komm, wir drehen uns im Kreis, du um mich, ich um dich. Wir drehen uns im Kreis, du um mich, ich um dich, wir drehen uns im Kreis. Du um mich und ich um dich, du um mich und ich um dich. Und wir drehen uns im Kreis. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Atmosphäre kommt auf. Ich merk's. Ganz toll, wirklich. Das nächste Lied heißt Herz oder Kopf. Irgendwo, irgendwann fing das Ganze doch mal an. Gestern hier und morgen dort, ferne Zeit, ferner Ort. Irgendwann wirst du zweifeln, war es das denn alles wert? Dann heißt es Herz oder Kopf, Herz oder Kopf, Herz oder Kopf, Herz oder Kopf. Irgendwann, irgendwie geriet das alles plötzlich schief. Gar kein Halt, gar kein Trost. Hoffnung weg, ist hoffnungslos. Irgendwann wirst du leiden für die Sünden,
dieser Zeit. Herz oder Kopf, Herz oder Kopf, Herz oder Kopf, Herz oder Kopf, dann heißt es Herz oder Kopf. Herz oder Kopf, Herz oder Kopf. Herz oder Kopf. Irgendwann wirst du leiden, bis zum allerjüngsten Tag. Leiden für die Sünden dieser Zeit. Voll Dankeschön. Das nächste Lied heißt Hör gut zu, wenn ihr euch wundert, was macht er denn die ganze Zeit da mit seinem Finger? Der Mann ist so ungeheuer textsicher bei seinen eigenen Stücken, dass er immer drauf gucken muss. Jetzt hab ich's entzaubert, ne? Das nächste Stück heißt Hör gut zu. Ich wollte, ich könnte dir sagen, wie sehr mein Herz für dich schlägt. Und ich wollte, ich könnte dich fragen, ob wir einen Kaffee trinken gehen. Doch ich krieg's nicht übers Herz, hab viel zu viel Angst vor dem Schmerz, dass du aufstehst und einfach gehst. Ich ringe jeden Tag mit mir und sag, heute wird's geschehen. Ich gestehe dir meine Liebe, denn so kann's nicht weitergehen. Doch wenn ich vor dir stehe und dir in deine Augen sehe, ist es passé. Es war vielleicht eine Schnapsidee. Und hör gut zu, du bist alles, was ich will. Und meine Welt steht still, wenn ich dich sehe. Hör gut zu, auf dieser Welt aus Schwarz und Grau. Bist du die allerschönste Farbe, bist das allerschönste Blau. Ich wollte, ich hätte den Mut zu sagen, was ich für dich fühl. Und immer wenn du weg bist, wird es schlagartig ganz kühl. Wenn ich an deiner Seite wie auf Wolken dahin schreite, ist's geschehen. Sollst doch alle sehen. Ganz gleich, was kommen mag, ich werde immer bei dir sein. Oh, ich schwör's bei meiner Seele, auf ewig bin ich dein. Mit dir würde ich zu leben wagen, auf Händen dich durchs Leben tragen. Es liegt allein an dir, denn von nun an bin ich hier. Und hör gut. Du bist alles, was ich will. Und meine Welt steht still, wenn ich dich sehe. Hör gut zu. Auf dieser Welt aus Schwarz und Grau bist du die allerschönste Farbe.
ist das allerschönste Blau. Ende aller Tage, wenn der letzte Vorhang fällt, blick ich in deine Augen und verlasse diese Welt. Und irgendwann musst du auch gehen, dann werden wir uns wiedersehen. Ich warte dort und steh an unserem Haus am See. Und du brauchst jetzt nicht zu weinen, denn der Abschied liegt noch fern. Lass uns einfach verweilen und der Rest steht in den Sternen. Denn Glück bedeutet, man erkennt, Zeit ist ein Moment, der rennt. Es sei denn, du bist hier, dann scheint sie einzufrieren. Hör gut zu, du bist alles, was ich will. Und meine Welt steht still, wenn ich dich sehe. Hör gut. Welt aus Schwarz und Grau, bist du die allerschönste Farbe, das allerschönste Blau, die allerschönste Frau, die allerschönste Frau, die allerschönste. Vielen Dank. Sagst dir, wird alles viel zu viel und du musst raus. Mit voller Sehnsucht schweifst du ab und blickst zum Fenster raus. Du brennst seit langem viel zu hell. Weil schließlich immer wer was will. Lass uns träumen von goldenen Feldern und Wald, so weit das Auge reicht. Ein Fluss im Tal und rundherum die Berge. Zwischendrin, da stehen nur wir zwei. Jeden Tag dieselben Menschen an denselben Orten. Im Hamsterrad des Schicksals, um Geld für irgendwann einmal zu horten. Doch irgendwann ist mir zu ungewiss. Wer weiß denn heute schon, was morgen ist? Lass uns träumen von goldenen Wäldern und Wald. So weit das Auge reicht, ein Fluss im Tal und rundherum die
Berge. Und zwischendrin, da stehen nur wir zwei. Lass uns träumen von goldenen Feldern und Wald, so weit das Auge reicht. Ein Fluss im Tal und rundherum die Berge. Zwischendrin, da stehen nur wir zwei. Nur wir zwei. Lass uns träumen. 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 Recht herzlichen Dank. Ja, die Zeit rennt und rennt und rennt. Habe ich noch einen, ja? Ja, komm. Da habe ich noch einen mit Message. Der Song heißt Freiheit. Und nein, der ist nicht von Westernhagen. Segel gesetzt, den Kompass in der Hand. Die Reise geht weiter, hinter mir verbranntes Land. Sonne entgegen, doch nicht zu lange, sonst fahr ich im Kreis. Die salzige Luft, ich liebe den Duft. Turbulenzen sind einkalkuliert. Ignoriere die Grenzen, kann mich strapazieren. Ich hab viel gesehen und bin gespannt, was noch passiert. Und endlich viel Wasser, es gibt nichts zu verlieren. Freiheit, oh wie bist du schön, bist überall zu sehen. Freiheit, trägst mich stetig vor, ist mehr als nur ein Wort. Ist mehr als nur ein Wort. Wetter ist unruhig, Wind und Gischt peitscht mein Gesicht. Die Wellen sind mannshoch, ich Mensch, ich kleines Licht. Bis ans Ende der Welt, und wenn es sein muss, auch noch weiter. Den Kurs hart gehalten, eisern durch die Gezeiten. Ich nehm's in Kauf, voller Teufel mich doch. Mehrmals etwas Zeit gestohlen. Wenn's passiert, dann passiert's, was soll ich machen? Wenn er kommt, dann versuche ich ihn dann zu lachen. Oh, Freiheit, oh, wie bist du schön, bist überall zu sehen. Kein Regime der Welt kann sie mir stehlen. Kein Mathematiker wegzählen. Und kein Soldat schaffen sie zu treffen. Sie tanzt dich aus, wird dich nach Elf. Sie
finde immer einen Weg. Sei es noch so steinig, aber es geht. Das höchste Gut auf dieser Welt ist das, was zählt. Und das ist meine Freiheit. Ja, Kinder, das war's. Wenn du noch einen 3-Minuten-Song hast, dann geht noch ein 3-Minuten-Song habe ich auch noch. Wenn der Morgen kommt und die Nacht vergeht, weißer Nebel auf den Feldern wie ein Schleier liegt und der Mond und die Sonne stehen zusammen am Firmament. Lauf ich los durch die Felder ohne Uhr und Geld, immer zu, trag ich Wind, wie es dir gefällt. Trägst mich vor und zurück, was zählt, ist der Moment. Denn ich bin frei, frei, vogelfrei. Vogelfrei. Aus, lass das Gute rein und das Schlechte raus. Seh die Wolken kommen und gehen und versuche zu verstehen, dass nichts bleibt. Und ich schließe meine Augen, wenn der Regen kommt, weil die Sonne ist dort draußen hinterm Horizont. Das Leben legt für uns die Karten ab, Geduld, du musst nur warten, was kommt. Dann bist du frei. 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 So. Dann bist du frei, frei, vogelfrei. Yeah, Ladies and Gentlemen, einen Riesenapplaus für Ole Peng im Dankeschön. Digitalen Universum. Großartiges Konzert, hat mir sehr, wirklich sehr gefallen, sehr poetisch, tolle Texte, tolle Musik, ein toller Sänger. Geht auf seine Seite im Internet, beziehungsweise ihr habt ja gesehen, dass neben dem Online-Stream ein Chatbereich ist, wo ihr auch direkt Herzen und Einladungen für Gartenpartys und so irgendwie
schicken könnt an Ole. Auf jeden Fall. Fände ich ganz großartig. Ladet ihn ein zu eurer Gartenparty. Esst Würstchen zusammen, vegetarisch oder was auch immer. Trinkt Bier, viel Bier zusammen und vor allen Dingen hört euch seine Musik an, ob mit Band oder alleine. Willkommen bei der 6. Newcomer-TV-Nacht in der Musikhalle, nein, Entschuldigung, in der Portstraße, Musik, Jugend und Kultur, so heißt es. Ich bin ganz durcheinander, weil der Abend ist schon so aufregend hier, was hier alles so passiert in der Portstraße, Jugend und Musik, wie die Leute hier reinkommen, wie die drauf sind und die Sonne scheint und es ist ein wunderschöner Tag. Ich habe eigentlich die ganzen Tage davor ja immer gedacht, wie wird das werden und so und wusste nicht, hatte ein komisches Gefühl, aber es ist ein super Tag, eine super Veranstaltung. Ich bin froh über all diese Bands und vor allen Dingen, ich bin froh über Ole Peng. Hallo, dass du hier bist. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ich hier bin. Großes Kino. Weil es sollte ja schon mal sein im Frühjahr, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Wie auch immer. Und dann war es so, dass du mit Band kommen wolltest, aber jetzt bist du alleine da und ich bin einfach froh, dass du da bist und freue mich total. Ja, wie das halt im Leben so manchmal läuft. Also steckst nicht drin und plötzlich in einer anderen Konstellation. Wir sind es ja jetzt seit anderthalb Jahren praktisch gewöhnt. Wir müssen improvisieren, weil Corona hat alles an die Wand gefahren. Ich will jetzt gar nicht über Corona reden oder so, aber trotzdem interessiert mich natürlich total, wie das für dich war, wie du dann gearbeitet hast, weil du warst vorher ja auch live unterwegs. Dann ging das nicht mehr. Du hast dich wahrscheinlich in dein musikalisches Labor eingeschlossen und warst kreativ in deinem Studio. Ja, in der Tat. Ich habe mich die meiste Zeit eigentlich im letzten Jahr im Keller verbarrikadiert im Studio und habe eigentlich mir auch mehr oder weniger zum Leidwesen meiner Frau und meiner Familie eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit nur aufgenommen. Und es war schon so eine Selbstfindungsphase, eine ganz interessante. Was ich toll finde, ich habe ja so ein bisschen in deiner Vita so ein bisschen rumgelesen und so. Du machst im Prinzip, oder sage ich jetzt mal so, die Inspiration, die Muse hat dich geküsst mit 12 Jahren und die Beatles waren nicht unbeteiligt. Ja, die waren da schon ganz stark beteiligt dran, ja. Ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, das war zwischen einem Song von Roxette und einer Nummer von Modern Talking. Und dazwischen lief Help von den Beatles und das, was aus dem Lautsprecher rauskam, das war von einer anderen Welt. Also es hat mich ganz bös gepackt. Und hast du dann gleich Gitarre gespielt oder hast du eher gesungen oder wie war das? Also ich bin eigentlich wollte ich immer Klavier spielen. Wer Klavier spielen kann, hat Glück bei den Frauen. Ja, das habe ich mir auch gedacht, so planungstechnisch, aber das hat sich dann nicht umsetzen lassen, weil es auch wirklich teuer ist, so ein Ding. Also früher gab es ja nicht diese Thomann-Kisten für 300 Euro, die du dir irgendwie in die Wohnung stellen kannst. Das musste dann schon ein richtiges Klavier sein. Ja, und, klar. War nicht drin und auch wenn du dann mit ans Lagerfeuer willst, ist ein hartes Brot, damit irgendwie wegzukommen. Ja. Vermutlich würde es meistens als Lagerfeuer enden, habe ich mir gedacht, nee, komm, machst du die Akustikgitarre, kannst du noch schnell weglaufen mit. Aber man ist 12 Jahre alt, also das heißt, du bist ja noch nicht so frei. Ja, aber man plant ja schon voraus. Echt, du warst immer schon ein Checker, auch mit 12 Jahren. Nein, auf keinen Fall. Hast du Unterricht gehabt dann gleich, deine Eltern das gefördert oder warst du allein und musstest dich gegenüber deinen Eltern durchsetzen? Musste mich da schon durchsetzen, ganz vehement. Also das, ich hab vorwiegend wirklich noch von Kassetten und Schallplatten gelernt. Ja. Also gehört und gemacht und getan. Und ich habe, glaube ich, 3,5 Jahre Gitarre gespielt, da habe ich meinen ersten Gitarrenlehrer gesehen. Und das war dann auch gleich so eine Nummer mit klassischer Haltung und so einem Zeug. Und das hat mir dann auch ziemlich schnell die Lust am Spiel genommen. Und dann habe ich das auch wieder gelassen. Warst du in deiner musikalischen Laufbahn eher allein als Musiker oder hattest du relativ schnell eine Band? Nee, das ging recht schnell mit den Bands. Und ich bin auch eigentlich immer daran orientiert gewesen, mir Leute zu suchen. Ich war von diesem Connection-Ding total begeistert. Also das sollte schon so eine Wir-Gefühl-Band sein. Und es wurden dann irgendwie 25 unterschiedliche Wir-Gefühl-Bands und keiner hat dann wirklich ein Wir-Gefühl gehabt. Und das irgendwann sagst du dir dann, nee, also um dann irgendwie mal weiterzukommen oder um überhaupt mal was auf die Kette zu kriegen, musst du es halt irgendwie alleine machen. Das stimmt, das kenne ich ja oft bei Musikern oder Musikerinnen, die so eine Vision haben, eine klare Vision, dass die sich dann immer reiben. Also weil ich bin Schlagzeuger und ich kenne ja dieses Gefühl in so Bands, wo alle durcheinander reden, viele Köche verderben den Brei und ich war immer froh, wenn da so ein Master-Songwriter drin war oder Songwriterin drin hat, die wusste, wo es lang geht.
Aber das kann natürlich für die Person auch irgendwie langweilig werden, wenn sie das Gefühl hat, sie ist musikalisch immer alleine und die Band zieht nur mit, aber manchmal auch nicht. Und also ich muss ganz muss mal sagen, ich habe mich eigentlich immer in der Rolle des Sidemans ganz wohl gefühlt. Ich habe auch am Anfang meiner Zeit mit einem sehr, sehr starken Songwriter zusammen in der Band gespielt und von dem habe ich auch ungeheuer viel gelernt. Und man hat sich eigentlich gegenseitig viel gegeben. Der eine hat mehr von meiner Musikalität dann profitiert, ja, und ich halt von seinen Writing-Skills. Und also da wurden schon die Weichen in die richtige Richtung gestellt. Bis ich aber dann erst in der Situation war oder in der Lage war, mein erstes Lied zu schreiben, das auch wirklich nach einem Lied klang, da ging noch einige Zeit ins Land. Ich habe dann versucht, als Gitarrist Fuß zu fassen, und das habe ich auch recht gut gemacht und habe mit vielen interessanten Leuten spielen dürfen. Ja. Und, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, wieso hast du denn angefangen, Musik zu machen? Das war jetzt nicht primär der Grund, dass ich unterrichten wollte oder meine Dienste immer nur zur Verfügung stellen wollte, sondern eigentlich war das schon die Intention, schreib was Eigenes. Mit eigenen Sachen, ja. Weil du bist Studiomusiker, du bist Multiinstrumentalist, das heißt, du spielst Schlagzeug, Klavier, Gitarre. Das klingt immer so, wow. Ja, nein, das klingt natürlich so, als ob man Einstein ist oder so. Nein, auf keinen Fall. Nein, ich war ein Kind mit sozialen Defiziten und das habe ich irgendwie mit Musik und mit den unterschiedlichen Instrumenten kompensiert. Was mich interessieren würde, ist, hast du auch als Schlagzeuger mal in einer Band gespielt oder bist du nicht, ne? Also das war eigentlich nur das, wie zum Komponieren. Also es dient wirklich, ist ein Tool. Ich kann die Instrumente beherrsche ich so weit und dass ich in der Lage bin, meine musikalischen Ideen umzusetzen. Aber also du, weit von wir haben uns vorhin ja schon ein bisschen unterhalten. Du produzierst in deinem Keller, in deinem wunderschönen Haus, mit deiner Familie wohnst du da und unten im Keller hast du so ein kleines Studio und hast auch jetzt, weil du gerade am neuen Album, wann wird das erscheinen? Wir fassen 2022 ins Auge. Wir hatten eigentlich vor 2021, aber jetzt haben wir dann doch noch die Chance gehabt, irgendwie eine größere Live-Zeit mitzunehmen. Davon ging ich eigentlich 2020 gar nicht aus, dass man überhaupt noch 21 irgendwie mal unter Leute kommt. Und da habe ich mir gedacht, nee, komm, also wenn die jetzt die Chance haben, dann haben wir uns als Trio formiert und haben jetzt eigentlich die ganze Zeit fleißig gespielt. Das heißt, du hast aktuell wieder eine Liveband, aber im Studio arbeitest du trotzdem eher alleine? Also, dass du alles spielst, alle Instrumente? Oder wie arbeitest du im Studio bei deinen eigenen Songs? Arbeite sehr gerne mit meinem Schlagzeuger, mit dem Armin Heislitz zusammen. Ja. Das ist so mein kongenialer Partner. Also Armin ist 20 Jahre älter als ich, kommt aus einer ganz anderen musikalischen Ecke. Und wir beide teilen die Faszination Beatles und dann kam so eins zum anderen. Und er hat eine ungeheure tolle Auffassungsgabe und er kann die Dinge mittlerweile schon erahnen, bevor ich sie ausgesprochen habe. Und deswegen greife ich da gern drauf zurück. Ja. Du hast das letzte Jahr auch damit verbracht, du hast 5 Singles veröffentlicht, also irgendwie in deinem Studio. Ja, Wahnsinn. Also ich habe 5 Monate kein Sonnenlicht gesehen. Das finde ich total toll. Das heißt, die sind richtig, sage ich jetzt mal, wie ich das. Ich bin ja noch mit Singles groß geworden. Die waren dann alle auf Vinyl mit so einem komischen Zwischending. Das wäre schön. Gell? Das wäre schön. Aber nicht so vinylmäßig erschienen, sondern einfach auf Streamplattformen. Richtig, und so. Genau. Wie hast du die dann auch mit deiner Band damals schon oder hast du die wirklich alleine im Keller Schlagzeug drauf gespielt, Klavier gespielt und so und alles das selbst gemacht? Bei den meisten Nummern habe ich das mit Armin zusammen gemacht. Armin am Schlagzeug und ich mit den anderen Instrumenten. Und wenn du Texte schreibst, weil ein Lied von dir gefällt mir super. Also mir gefällt deine Musik weil deine Texte total einen so mitnehmen in so eigene Welten, in so andere Welten. Also bist ein musikalisch, also gesanglich finde ich ein sehr guter Geschichtenerzähler. Also ich weiß nicht, ob dir das schon jemand gesagt hat, aber ich finde das ganz toll, weil deine Stimme auch funktioniert mit deinen Texten. Also das ist nicht, weil manchmal hat man das Gefühl, Sänger oder Sängerinnen singen Texte, aber irgendwie denkt man, das passt nicht zusammen. Irgendwas ist bei dir ist es, wie sagt man, sehr harmonisch passt die Stimme zu den Texten. Und ein Lied gefällt mir sehr gut, das ist Marie. Wie ist Marie entstanden? Also ist das, erzähl mal, wie ist Marie, dieser Text entstanden und dieses Lied überhaupt? Also Marie ist so eine 20-Minuten-Geschichte. Es kam plötzlich, es war plötzlich da, ich habe es einfach nur aufgeschrieben. Also ich habe nicht viel gemacht. Ich habe die Akkorde gespielt und in was dem war Augenblick das für eine Situation? Warst du irgendwie unterwegs? Warst du am Autofahren? Hast du angehalten, geschrieben? Oder gibt es einen Zustand, wo du schreibst, also wo du dich hineinbegibst? Nee, glücklicherweise nicht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe einfach nur aus dem Fenster geschaut und plötzlich habe ich Marie gehört und habe es einfach aufgeschrieben.
auch so richtig mit der Musik schon, also ja, weil das passt ja alles total gut. Ja, also ihr werdet es heute Abend hören, dieses wunderbare Lied. Wirst du spielen, gell? Gerne, ja. Auf jeden Fall. Und wie ist das überhaupt? Textlich ist es anstrengend, also ist das ähnlich wie eine Geburt und manchmal legst du einen Text irgendwie weg und nach Jahren kommt er dann mal wieder oder wie funktioniert das bei dir? Ja, Gott, das mit dem Texten, das ist so eine Sache. Also da quäle ich mich des Öfteren. Ich habe für mich immer den Anspruch, dass es nie reicht, was ich da gemacht habe. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass, also wenn ich mir so die Songs meiner Helden übersetze, dann ist das eigentlich ganz rudimentäres Zeug. Und irgendwann habe ich angefangen, das einfach mal entspannter zu betrachten und es gar nicht so zu denken. Aber es ist in der Tat, also Texten dauert bei mir eine Zeit. Ich muss immer erst einen Erstversuch entwerfen, dann wandert das in die Schublade. Und ich brauche immer so ein bisschen Abstand dazu. Musik fällt mir glücklicherweise zu. Also ich habe auf meinem Handy mittlerweile, ich weiß nicht, 200, 300 Soundfiles. So Fragmente, die einem irgendwo im Alltag über den Weg laufen. Und dann singst du das ein oder hast du immer eine Gitarre zur Hand, wo du kurz... Ich habe in jedem Raum eine Gitarre stehen. Also, ja. Und wie gesagt, das in meinen Primärräumen, in meiner Wohnung sowieso, da habe ich eine Sitar und meine Frau spielt Handpan. Und also das sind ganz, ganz viele tolle Instrumente. Und Musik ist allgegenwärtig bei uns. Klavier, das wäre nämlich auch eine Frage, weil wir haben uns ja vorhin schon ein bisschen unterhalten und Corona ist ja wirklich so, ich hätte nie gedacht in meinem Leben, weil ich war mir so sicher, diese Musik und diese ganze Subkultur und wo wir uns befinden oder wo ich mich drin befinde, das ist egal, was passiert, das ist immer irgendwie möglich. Und Corona hat uns gezeigt, dass alles kann, wie sagt man, heruntergefahren werden. Und wenn man sich physisch nicht mehr treffen darf, ist auch mit Musik alles ganz schwierig. Hat dich das so ein bisschen, so ein, zwei Monate total rausgehebelt oder hast du relativ schnell über den Zugang zu deiner Musik, zu deinem Instrument wieder die Musik oder das Lebendige in Musik gefunden? Na, ich muss da schon gestehen, das hat mich natürlich auch sehr hart getroffen. Es gab eine Zeit, also da hast du erstmal die Perspektive verloren, wusstest eigentlich gar nicht, wo jetzt das Pferd hinreitet und reitet es überhaupt nochmal irgendwie. Und aber ich kam dann irgendwie recht flott zu dem Entschluss, dass ich die Welt nicht verändern kann. Ich kann nur meine Geisteshaltung dazu ändern oder einstellen. Ja. Und seitdem, hey, läuft's. Sehr geil. Ich zerdenk's nicht. Also wirklich, wenn ich mir jeden Tag, es gibt so viele, weißt du, ganz viele Freunde, da lese ich immer bei Facebook, die zerlegt das total. Und ich finde das total schade, weil also die Welt besteht auch aus ganz, ganz vielen tollen Sachen. Und trotz Corona. Ja, trotz Corona. Ja. Und ich meine, dass da nicht längst, komm, lass mir das Corona-Thema, das ist so. Nee, könntest du dir ein Leben ohne Musik vorstellen? Nein, ich habe es probiert. Ich habe nach 18 Jahren hauptberuflich Musik, war ich so ausgebrannt und ich war von diesen ganzen Mechanismen des Marktes irgendwie überfordert und bin da ein paar Mal auch böse auf die Nase gefallen. Ich habe das aufgehört und habe dann für ein Jahr lang eine Bar und ein Hotel bewirtschaftet. Und das ist mir dann auch recht schnell in die Ohren geflogen, weil ich gemerkt habe, so, hey Mann, was machst du hier eigentlich? Also das ist...